Herzlich willkommen zur Aufzeichnung des Webinars Agrarökologie in Brasilien. Familien kämpfen für ein Leben ohne Agrargifte. Die Referentin Mireille Remisch kommt von der Agrarkoordination, die in Hamburg lokalisiert ist. Die Agrarkoordination engagiert sich schon lange als gemeinnütziger Verein für eine vielfältige Landwirtschaft, die Ressourcen und Umwelt schützen und jetzt und in Zukunft alle Menschen gesund ernähren kann. Mireille berichtet im Rahmen dieses Webinars von ihrer Reise, die sie im vergangenen Herbst nach Laranjeiras do Sul in Brasilien unternommen hat und stellt dort die Agrarökologie vor und die Erfahrungen, die sie dort kennengelernt hat. Das Ziel ihrer Reise war es, herauszufinden, wie Agrarökologie in der Praxis funktionieren kann, warum Kleinbauern das machen, ob das für sie auch ökonomisch sinnvoll ist und was für Strukturen sich dort gebildet haben. Und auch insbesondere die Rolle der Frauen war ein Schwerpunkt ihrer Reise und ihrer Forschungen. Zum Ende der Präsentation geht sie auch auf die Auswirkungen der aktuellen Regierung unter Jair Bolsonaro ein. Sie hat in dieser Reise sehr eng mit Professor Antonio Andrioli und Liria Andrioli von der UFSS zusammengearbeitet in Laranjeiras do Sul. Und sie leitet ihren Vortrag ein mit der Feststellung oder mit der Frage, warum braucht man eigentlich Agrarökologie? So ein Stück weit geht es in die Richtung des Weltagrarberichts von 2008, der gesagt hat, weiter wie bisher ist keine Lösung, das aktuelle System ist einfach nicht nachhaltig. Und deswegen stellt sie uns jetzt hier ihre Erfahrungen, die sie gemacht hat, mit der Agrarökologie vor. Und zunächst erklärt sie uns erstmal den Begriff der Agrarökologie. Was ist jetzt Agrarökologie? Was verstehen wir unter Agrarökologie? Es ist vor allen Dingen ein Konzept, das dafür steht, eine Nahrungsproduktion zu haben, die naturverträglich ist, die ressourcenschonend ist und auch produktiv ist. Und zugleich sollen bäuerliche Strukturen und Lebensformen erhalten bleiben. Das Konzept der Agrarökologie teilt sich dabei so, oder es sind eigentlich drei Bereiche, die da angesprochen werden. Das ist zum einen eine landwirtschaftliche Praxis, die Biodiversität erhält. Also es geht darum, wirklich einen vielfältigen Anbau zu haben, dass wir landwirtschaftliche Ökosysteme wieder widerstandsfähig machen. Es ist aber auch eine wissenschaftliche Disziplin, die bäuerliches und lokales Wissen mit einbezieht. Und ganz wichtig, es ist auch ein politischer Ansatz, eine gesellschaftliche Bewegung, die Kleinbauern und Kleinbäuerinnen ins Zentrum stellt. Und auch aus dieser Bewegung ist Agrarökologie nämlich auch entstanden, also aus der Bauernbewegung für Ernährungssouveränität, bei einigen bestimmt auch bekannt von La Via Campesina. In Brasilien ist Agrarökologie schon sehr lange bekannt und eigentlich ein Vorreiter in der Umsetzung von Agrarökologie. In Deutschland ist die Diskussion da noch ein bisschen frischer, aber die ist trotzdem hier auch schon angekommen. Und in 2019 hat sich da auch ein Netzwerk gebildet aus verschiedensten Organisationen der Zivilgesellschaft, die versuchen, Agrarökologie zu stärken, und es gab Anfang 2019 ein Positionspapier, was ja so von 60 Organisationen auch unterzeichnet war, um Agrarökologie in die Handels-, Agrar- und Entwicklungspolitik zu bringen, also um dort Forderungen zu stellen. Und dieser Prozess geht auch jetzt aktuell weiter. So, jetzt kommen wir aber nach Brasilien, und zwar nach Südbrasilien. Ich war in Bundesstaat Paraná, und dort hat sich bereits eine sehr starke agrarökologische Bewegung gebildet, die konkrete Alternativen zum agrarindustriellen Modell sich erarbeitet haben und die diese anwenden und ihre Familien mit gesunden Nahrungsmitteln versorgen, ohne Einsatz von Pestiziden und chemischen Düngemitteln. Das ist schon sehr beachtlich,
wenn man sich anschaut, in was für ein Land das passiert ist, nämlich in Brasilien, in dem auf 35 Millionen Hektar Soja, vor allen Dingen gentechnisch veränderte Soja, angebaut wird. Das ist so eine Fläche so groß wie Deutschland. Und in keinem Land der Welt werden so viele Pestizide eingesetzt wie in Brasilien. Die agrarökologische Bewegung funktioniert gut in Südbrasilien. Also ich werde dann gleich nochmal genauer auch berichten. Und natürlich gibt es auch jetzt nochmal wieder Veränderungen, auch aufgrund der Corona-Pandemie. Genau. Das ist nochmal einmal, um zu zeigen, also Paraná sieht man auf der Karte, die rechte Karte, da müsst ihr schon ein bisschen genauer hinschauen. Also mein Ausgangsort der Recherche war Laranjeiras do Sul, also links seht ihr so Foz de Iguaçu, das ist vielleicht bei einigen bekannt, das sind die berühmten Iguaçu-Wasserfälle, und wenn man dann weiter rechts rüber geht, bei der 158 dieser Straße Markierung liegt Laranjeiras do Sul, und eigentlich zwischen Foz de Iguaçu und Laranjeiras do Sul habe ich ganz viele kleinbäuerliche Familien besucht und interviewen können. Und einer meiner ersten Besuche fand statt bei der Familie Gandin, also das ist Roque Gandin. Er lebt zusammen mit seiner Frau Helena in Porto Barreiro und hat dort 10 Hektar Land, die die beiden agrarökologisch bewirtschaften. Und das ist wirklich toll zu sehen, was sie dort alles anbauen. Er hat dort gerade eine Maniokwurzel aus dem Boden gezogen. Maniok, ein wichtiges Grundnahrungsmittel in Brasilien. Und es gibt eigentlich fast nichts, was da nicht angebaut wird. Also Reis, Süßkartoffeln, dann verschiedenste Obstsorten, viele Bäume. Das ist auch etwas, was sehr viel gemacht wird, Agroforstsysteme, also dass Kulturpflanzen gemeinsam mit Bäumen, Obstbäumen angebaut wird, Gemüse, Salate, also eine bunte Vielfalt. Das ist Helena, da sieht man so eine Küche im Außenbereich, also das, was sie alles auf ihrem Land anbauen, wird auch alles vor Ort von ihnen verarbeitet. Und es gibt natürlich auch Tiere. So, jetzt habe ich noch die Seite. Genau, das ist, ich weiß gar nicht, bei mir ist die Präsentation ein bisschen nicht ganz gut zu sehen, die Bilder. Ich hoffe, dass das vielleicht bei euch besser zu sehen ist. Das sind nochmal Bohnen, die dort angebaut werden und auch ganz prägnant oder viel zu sehen in der Region Araukarien. Auch dort von diesen Bäumen werden noch Früchte, Pinhão heißen diese Früchte, auch geerntet. Genau, Tiere gibt es und auch die Tiere werden direkt dort geschlachtet und dann auch, es wird auch zum Beispiel noch Rohrzucker hergestellt, also Zucker hergestellt. Das hier ist auch, war auch sehr interessant zu sehen, ein Mandala-Beet. Das ist so in Rundform angelegt und in der Mitte von den Pflanzen werden in diesem Fall hier Hühner gehalten. Und das ist auch etwas, was aus der Permakultur kommt. Auch etwas, was auch in dem agrarökologischen Anbau auch genutzt wird, was einfach sehr vielfältig ist. Und das hat auch die Familie Gandin, dieses Projekt von diesem Mandala-Beet, wurde sozusagen auch, haben sie eine gefördert bekommen. Es gibt verschiedene oder manche Programme laufen jetzt leider auch aus. Das ist etwas, was unter der Lula-Regierung noch viel gefördert wurde, dass solche Projekte für die Familienlandwirtschaft dann auch unterstützt kamen und dann auch sowas überhaupt entstehen konnte.
Wenn man mit den Familien spricht, dann wird ganz die Frage gestellt, warum sie eigentlich agrarökologisch anbauen. Dann habe ich ganz oft und auch von der Familie Gandhi die Antwort bekommen, dass sie vor allen Dingen die Gesundheit, Versorgung der Familie mit gesunder Nahrung an erster Stelle bei ihnen steht und sie sich für den Anbau, also agrarökologischen Anbau entschieden haben, weil viele Familien auch nicht gesund waren. Und sie sich eigentlich die Frage gestellt hat, warum soll ich eigentlich mit Pestiziden anbauen, wenn Jahre vorher auch alles ohne Pestizide möglich war. Und ich hatte es eingangs auch schon gesagt, dass Brasilien ein Land ist, wo sehr, sehr große Mengen Pestizide angewendet oder auf die Felder kommen. Im Süden von Brasilien werden zwischen 12 und 16 Kilogramm Pestizide pro Hektar versprüht. In Europa sind es im Durchschnitt nur 1 Kilogramm pro Hektar. Und es gibt zahlreiche Pestizide, die auf der Liste von dem internationalen Pesticide Action Network PAN als hochgefährliche Pestizide eingestuft werden. Also darunter zum Beispiel auch Glyphosat, dann auch noch Azephat und Atrazin. Beides Wirkstoffe, die in Deutschland bereits verboten sind. Und auch ein Verbot für Glyphosat soll ja hier auch kommen. Also das ist schon eine ziemliche Giftmischung, was dort auch auf, also ja eigentlich immer rundherum, um auf die Sojafelder draufkommt. Und auch wenn man, oder Nachbarn, also die Gandhiens, wenn man drumherum guckt, dann sieht man auch Sojafelder drumherum. Also die viele Nachbarn bauen auch gentechnisch veränderte Soja an, auch wie Tabak. Und ja, man denkt eigentlich, das müssten doch eigentlich vielleicht nur die großen Landwirte sein oder die großen Agrarbetriebe, die das machen. Aber es sind tatsächlich auch viele Kleinbauern, die gentechnisch veränderte Soja auch anbauen. Laut Helena, sie sagt, viele haben irgendwie Angst, sie wollen produzieren, wo sie ihre Ernte auf einmal verkaufen können und haben, denken, dass sie mit Agrarökologie weniger Geld verdienen. Dabei müssen sie natürlich dann die meisten oder fast alle Lebensmittel dazu kaufen. Und Helena hat mir und das ist ja auch das, was ich gesehen habe, also sie verkaufen halt das ganze Jahr über ihre Produkte. Sie können auf Bauernmärkten verkaufen und verkaufen zum Beispiel auch viel auch Produkte an die Nachbarn. Ach so, genau, das hatte ich jetzt eben noch gar nicht gesagt. Und in Paraná wurden im Jahr 2019 auf 5,5 Millionen Hektar gentechnisch veränderte Soja angepflanzt. Und wie dieses Bild zeigt, das geht einfach dann dicht an die Häuser heran. Und dieses Schild, das ist stand ganz in der Nähe, Porto Barreiro am Ort, eine Werbung für Saatgut, industriell hergestelltes Saatgut, was besonders resistent gegen Schädlinge ist. Und auch Helena hatte mir berichtet, dass es für sie sehr schwierig ist, überhaupt Mais-Saatgut zu bekommen, was nicht gentechnisch verändert ist, und auch Kontamination ist ein großes Problem in Brasilien, weil mittlerweile ungefähr 98% des Mais gentechnisch verändert ist. Das sieht man dann auch im Supermarkt. Da gibt es viele Produkte, die auch die Kennzeichnung tragen, dieses T im Dreieck für Transgenico. Das hier ist Maisöl. In Porto Barreiro sind die beiden noch so ein bisschen einsame Pioniere, aber sie gehören auch einer agrarökologischen Bewegung an, die sich eigentlich so in ganz Paraná sehr
ja, sehr ausbreiten konnte oder sehr, sehr stark geworden ist. Und dies ja, ist eigentlich so ein bisschen oder viel zu dieser Entwicklung beigetragen hat die Landlosenbewegung, die MST. Und die ist dort in Paraná sehr stark vertreten, denn Paraná ist das größte Gebiet der Agrarreform in Lateinamerika. Also die Agrarreform von der MST auch erkämpft, noch unter dem Präsidenten Lula, das Land an ja, vergeben wird, Land, was oftmals vorher auch illegal von Großgrundbesitzern angeeignet wurde und was sozusagen der Bevölkerung von Brasilien zustehen sollte. Das geht dann über solche Landbesetzungen, das sind dann erstmal Camps, Acampamentos und innerhalb der Agrarreform können Familien dann auch Land zugesprochen bekommen, sodass sie dann in sogenannten, in den Siedlungen, in Assentamentos leben können. In 2019 waren die Zahlen circa, dass 5000 Familien in Siedlungen leben und 4000 Familien leben auf besetztem Land in Camps. Wenn man das nochmal so hochrechnet, also es sind eigentlich schon immer so 5, 6 Personen pro Familie, dann kommt man ja so auf 50.000 bis 60.000 Menschen, die so leben. Es ist ein Kampf um Land in der Region. Vieles kommt auch durch Staudämme, die auch in der Region errichtet wurden. Dieser Staudamm ist ganz in der Nähe von Laranjeiras do Sul und hier haben 20.000 Familien ihr Land verloren. Nicht weit entfernt ist dann auch noch der große Staudamm von Itaipu an den Iguazu-Wasserfällen. Und es gab aber auch viel Landkonflikte auch durch die Grüne Revolution. Also dadurch, dass die industrialisierte Landwirtschaft in Brasilien auch so gepusht wurde, haben auch viele Land verloren. Die Agrarreform ist ja jetzt auch die Frage, wie das damit eigentlich weitergeht, weil auch Anfang 2019 der jetzige Präsident Bolsonaro ein Dekret erlassen hat, dass die Landverteilung innerhalb der Agrarreform eigentlich erstmal eingestellt ist. In einer MST-Siedlung, Assentamento Ocho de Junio, in der Nähe von Laranjeiras do Sul, habe ich mit Darcy und Mali Teresa da Silva gesprochen. Sie leben seit 22 Jahren in der Siedlung und arbeiten seit 15 Jahren agrarökologisch, haben 12,5 Hektar. In der ganzen Siedlung leben 105 Familien auf 1477 Hektar Land und 10 von diesen Familien praktizieren Agrarökologie. Vorher war das eine große Latifundie mit konventioneller Soja. Und bei Darcy und Mali ist auch eine wunderbare Vielfalt zu sehen. Und was ich erlebt habe aus ihren Erzählungen, vor allen Dingen auch, dass es zeigt, wie sie sich tatsächlich auch unabhängig machen konnten. Also dass sie mit Agrarökologie zu mehr Unabhängigkeit gekommen sind. Sie hatten anfangs Milch produziert mit so 15 Kühen, konventionelle Milch und waren auch in der Siedlung der größte Milchproduzent und trotzdem hat es für sie finanziell nicht gereicht. Also war immer eigentlich viel Arbeit und zu wenig Auskommen und sie mussten auch noch einen Kredit abbezahlen. Dann für die Milchproduktion mussten sie einen Kredit aufnehmen, den sie tatsächlich heute noch abbezahlen. Sie haben irgendwie dann gemerkt, das Problem ist, wir produzieren einfach nur Milch und wir produzieren gar nicht etwas für unsere Ernährung, für die Ernährung der Familie und haben dann auch im Zuge von Informationskampagnen, auch von der Landpastorale, der CPT, kamen sie dann auch
ja, gab es bei Ihnen auch ein Umdenken, dass Sie zur Agrarökologie gekommen sind? Und auch heute erzählen Sie, dass ja, Sie eigentlich auch fast alles selber produzieren und nur Mehl und Zucker noch im Supermarkt kaufen müssen. Für Sie wichtig, und das ist für viele von den Kleinbäuern, bäuerlichen Familien wichtig, die Agrarökologie praktizieren, dass sie natürlich auch einen Markt haben, wo sie ihre Produkte auch verkaufen können. Und da ist ganz wichtig auch eine ganz, ja, eine Errungenschaft eigentlich aus der agrarökologischen Bewegung, das Schulspeisungsgesetz, das in Brasilien sich so entwickeln konnte, dass Gemeinden verpflichtet sind, mindestens 30% des Essens in den Schulen von Familienbetrieben zu kaufen. Und das ist dann in der Region, oftmals sind das dann die agrarökologisch oder die, die Agrarökologie betreiben. Genau. Noch ein paar Bilder von. Genau, hier ist noch ein Hühnerstall. Dann gibt es auch Rinder. Was sehr interessant ist, in der Region zu erleben, dass sich eine ganz, ja, eine richtige Bewegung, eine starke soziale Bewegung für Agrarökologie entwickeln konnte. Also genannt hatte ich schon die Landlosenbewegung, die MST. Und es gibt aber noch viele andere Bauernorganisationen, die auch schon, ja, seit vielen, vielen Jahren sich dafür einsetzen, dass die Familienlandwirtschaft gefördert wird und die Agrarökologie in ihre Ausbildungsprogramme aufgenommen haben und somit diesen Ansatz von Agrarökologie dort weiter voranbringen konnten. Gemeinsam haben sie ja viel dafür getan, dass Programme auch entstanden sind für die, also als Unterstützung auch für die Familienlandwirtschaft, also auch eine Förderung. Genau, ich habe sie da einmal aufgelistet, also Kapas, Jagro, Accessoire. Und auch ganz wichtig, Krenor, die Kredite vergeben für Kleinbauern. Denn das ist auch immer noch ein Problem, dass einfach viele Menschen gar keinen Zugang haben, um überhaupt ja, an eine Finanzierung zu kommen, um sich vielleicht eine kleine Produktion aufzubauen. Also lokale Märkte sind ganz, ganz wichtig, und die konnten sich dort entwickeln. Es gibt auch noch eine Kooperative, die ist so 200 Kilometer von Laranjeiras do Sul entfernt. Und ganz toll, dort ja, werden in einem kleinen Laden Produkte von Kleinbauern verkauft. Also sie bringen einfach ihre Produkte dorthin. Es wird alles vorab irgendwie organisiert, wer hat gerade was, wer bringt was, und der Verkauf wird dann organisiert. Es gehen auch viele Produkte an die Schulen der Gemeinde, und es sind ja, ich glaube schon so um die 80 Familien aus 8 Städten, die sich daran beteiligen können. Und auch in Laranjeiras do Sul und auch in anderen Orten, wo ich war, konnten sich so feste oder wurden so feste Marktstände aufgebaut, sodass Kleinbauern, Kleinbäuerinnen dort die Möglichkeit haben, wie hier, täglich ihre Produkte zu verkaufen. Dies ist auch noch ein wichtiges Beispiel, vor allen Dingen auch nochmal zu zeigen, dass es auch Beschäftigung auch schafft, also dass wirklich über Kooperativen, das ist eine Kooperative, Copa Junior aus der MST-Siedlung, Ocho de Junho, die haben eine Bäckerei aufgebaut, in der circa 20 Frauen, hauptsächlich Frauen, beschäftigt sind.
Und an dem Tag, als ich dort zu Besuch war, wurden ja riesige Mengen Kekse gebacken, die dann auch an die Schule in Laranjeiras do Sul geliefert werden sollten. Und ja, das zeigt auch nochmal, also das ist für viele Frauen tatsächlich auch eine Möglichkeit, um überhaupt selber Geld zu verdienen, sich auch zu organisieren. Also das habe ich auch immer wieder erlebt, dass über dieses den Austausch, den gemeinsamen Arbeiten an Agrarökologie, dass es überhaupt dazu kommt, dass sich die Menschen vor Ort organisieren können und hier speziell die Frauen, die ja oft ganz, ganz wichtig sind oder sich auch eher um die Versorgung und gesunde Ernährung für ihre Familien auch kümmern. Sie machen auch Verkauf übers Internet, über WhatsApp-Gruppen. Ja, also die haben da eine Menge auf die Beine gestellt. Was auch noch erzählen konnte, ist eine Universität. Hatte ich schon ganz erwähnt, dass ich ja, dass darüber ja auch die Zusammenarbeit zustande kam über die Universität. UFFS an der Liria und auch Antonio Andreoli. Diese Universität also wirklich erkämpft von den sozialen Organisationen, auch der MST, und sie liegt auch in einer Siedlung der MST, also das ist schon sehr besonders. Wichtig ist auch, dass die agrarwissenschaftlichen Studiengänge auf Basis von Agrarökologie sind. Und auch etwas Wichtiges, dass 90% der Studierenden aus den Sekundarschulen kommen, und zwar die staatlichen Schulen in Brasilien. Und das ist nämlich eigentlich sonst immer umgekehrt in Brasilien, dass Schüler, die an die Uni wechseln, von Privatschulen kommen. Es ist auch die Universität mit den meisten Indigenen und überhaupt mit Kleinbauern und Kleinbäuerinnen. Also es ist ein Ort ganz wichtig für ja, Bildung, Teilhabe an Wissen, sodass überhaupt ja, auch an politischen Prozessen überhaupt auch irgendwie Menschen beteiligt werden können. Tatsächlich ist die Zeit, ja, auch bereits letztes Jahr, fingen schwierige Zeiten an für die agrarökologische Bewegung, auch für die Situation an der Universität. Es gab einfach unter Bolsonaro schon viele Änderungen, nicht nur Geldkürzungen, sondern einfach auch Eingriffe ja, in Wahlen der Direktoren. Es gibt auch Versuche, das Curriculum an der Universität zu ändern. Also es gibt einfach dann Studiengänge, die irgendwie Gender haben oder Humanwissenschaften, die sind alle betroffen. Es werden einfach mehr die nicht so kritischen Studiengänge wie zum Beispiel Ingenieurswissenschaften gefördert. Und ja, das macht natürlich dann es schwierig, dass Agrarökologie dort auch ja eigentlich weitergebracht wird. Also das war schon im letzten Jahr auch deutlich zu merken, auch Hilfen für die Familienlandwirtschaft. Da ist einfach eine Menge an Kürzungen, die da vom Präsidenten kam. Denn seine klare Ausrichtung ist halt, die Agrarlobby zu unterstützen. Die Landwirtschaftsministerin Teresa Cristina ist eine Frau der Agrarlobby. Das Landwirtschaftsministerium für Kleinbauern wurde abgeschafft. Und auch die Agrarreform wurde ja gestoppt. Hinzu kommt, also Bolsonaro möchte einfach noch mehr Sojaanbau, noch mehr Ethanol, noch mehr Viehhaltung, und es werden auch weiter noch Pestizide, also auch hochgefährliche Pestizide zugelassen.
Also alles eine Entwicklung, die überhaupt nicht im Sinne von Agrarökologie ist. Hinzu kommt auch noch, da ist dann auch die EU wiederum dran beteiligt, dass auch das Handelsabkommen zwischen Europa und den Mercosur-Staaten, also auch Brasilien, verhandelt wurde. Und auch dieses Handelsabkommen sendet halt ein ganz falsches Signal, denn ja, es ist dazu da, um eine Landwirtschaft zu fördern, die auf Export ausgerichtet ist. Also dann wird es da um Soja und Ethanol, also Zuckerrohranbau gehen. Und was viel, viel wichtiger ist, und das zeigt ja auch jetzt die aktuelle Lage auch mit der Corona-Pandemie, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir regionale, lokale Nahrungsproduktion haben, lokale Märkte, und die müssen unterstützt werden. Und ja, da hoffe ich sehr, dass da auch von Deutschland ein deutliches Zeichen kommt, dass dieses Abkommen dann auch ja, abgelehnt wird. Genau, ich wollte noch auf jeden Fall genau meinen einen Schlusssatz noch mal sagen. Und dann bin ich auch am Ende mit meinem Vortrag erstmal, dass die agrarökologische Bewegung, also es ist, das ist wirklich beeindruckend, und auch jetzt noch zu hören, also obwohl die Situation jetzt noch mal schwieriger geworden ist durch Corona, dass die Leute einfach dranbleiben. Also sie sagen zwar, ja, die Situation ist schwierig, aber wir machen weiter. Und tatsächlich, das ist auch etwas, ja, was irgendwie auch Hoffnung macht, und wo ich auch denke, sie haben eine sehr gute Vernetzung, sie sind gut aufgestellt. Es haben sich auch lokal, regional Strukturen entwickelt, die jetzt auch noch funktionieren. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass das ja, weiterleben kann. Und dass es ja eigentlich da ganz viel Unterstützung notwendig ist, dass die Menschen das tolle Projekt, was sie machen, ja, weitermachen können. Ja, da bin ich eigentlich am Ende. Wer noch weiteres lesen will, also ich habe noch ganz viele andere Familien getroffen, und da habe ich in der Online-Reportage Land ist unser Leben auch noch etwas geschrieben. Da könnt ihr auf unserer Internetseite nochmal draufklicken. Und ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe nicht so sehr überzogen, und freue mich auch noch auf eine gute Diskussion mit euch. Vielen Dank erstmal. Ja, vielen Dank, Mireille. danke für deinen Vortrag und für die Eindrücke. Es sind auf jeden Fall auch viele schöne Bilder dabei gewesen. So, ich fand es jetzt ganz cool. Also man konnte sich, finde ich, einen ganz guten Eindruck machen über die Situation vor Ort. Ich habe auch diese Reportage schon angeschaut, finde ich auch sehr zu empfehlen. Genau, und ja, jetzt wäre ja noch so Zeit, um Fragen zu stellen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ihr könnt die gerne einfach in den Chat posten. Und die erste Frage kam auch gerade schon von der Uta. Gilt der Anteil von 10% Agrarökologie auch insgesamt beim MST? Mireille, weißt du da genaueres? Also, das kann ich nicht ganz genau so beantworten. In den Siedlungen und oder also Assentamentos und Acampamentos, in denen ich war, ich glaube, es waren insgesamt 4 verschiedene, kommt das schon so ganz gut hin. Also es ist tatsächlich eher, ja, es ist noch ein kleiner Anteil, die das machen, die Agrarökologie anbauen. Ja, aber insgesamt sind sie da und sind sie auch dann nochmal untereinander wiederum vernetzt. Okay. Sind einige noch am Tippen für weitere Fragen? Genau, solange jetzt mal noch nichts im Chat kommt, würde ich noch eine Frage stellen. Du hast ja schon so ein bisschen darüber erzählt, wie jetzt eben durch
Bolsonaro die Situation erschwert wird für die Agrarökologie und die ganze Bewegung. Und ich frage mich noch so ein bisschen, wie die Situation unter Corona aussieht. Also ist es vielleicht sogar so, dass mehr Nachfrage nach lokalen Lebensmitteln besteht oder ist es eher schwieriger geworden? Also die Situation ist noch mal schwieriger geworden. Tatsächlich habe ich von ja, einigen Familien gehört, bei denen ich letztes Jahr auch war, dass ja die Abnahme der Produkte im Moment natürlich schwierig ist. Also es sind auch Bauernmärkte jetzt auch geschlossen. Also da fehlt dann einfach da die Möglichkeit zu verkaufen. Auch der Verkauf an die Schulen ist auch etwas eingeschränkter, da auch Schulen geschlossen sind. Also es soll wohl auch sein, dass Produkte direkt an die Familie nach Hause geliefert werden, weil sonst dann ja auch die Mahlzeit auch fehlt für die Familien, die die Kinder sonst in der Schule bekommen. Es ist aber weniger geworden, was die Familien im Moment liefern können. Andererseits ja, sieht man auch, es gab, glaube ich, jetzt schon zwei ganz, wie ich finde, tolle Solidaritätsaktionen von dieser MST-Siedlung Otto de Junio, dass sie Produkte, die sie, ja, ich meine, das ist ja jetzt alles geerntet und was sie haben, dass sie das an besonders bedürftige Familien dann auch verteilt haben. Also da gab es so richtige Pakete mit ja, Gemüse, Obst und so weiter, auch andere Maniokbohnen, was dann verteilt wurde. Also sie sind schon, wie ich finde, was sich zeigt, auch ein wichtiger Pfeiler für die Versorgung in dieser Krise auch. Okay. Jetzt kam im Chat die nächste Frage, die so ein bisschen an der vorherigen von der Uta anknüpft. Habt ihr darüber gesprochen, warum die anderen Familien im Assentamento sich noch nicht entschieden haben, Agrarökologie anzuwenden? Genau, also die, die nicht zu diesen 10% gehören. Ja, da gibt es viel Diskussion. Das, ja, es ist schwierig, weil tatsächlich also Familien oder es ist ja auch so ein bisschen so das, was so gesagt wird, also was die natürlich auch überall hören, wie auch hier bei uns ist es ja auch, ne, dass gesagt wird, industrialisierte Landwirtschaft, wir müssen irgendwie viel produzieren, das sind dann die besonders guten Pflanzen, die gentechnisch veränderten Sojapflanzen. Und natürlich ist es da auch schwierig, ja, oder es zeigt sich einfach, dass Menschen davon natürlich auch beeinflusst sind und es natürlich auch für viele auch schwierig ist zu sagen, so, ich stelle jetzt, also ne, diese Umstellung, es bedeutet ja auch sehr viel, ja, man muss schon wissen, man muss auch die Zeit haben, das auch zu machen und natürlich auch irgendwie diesen Mut zu haben, zu wechseln. Was mich besonders oder ja, was ich so auch nicht hatte, es gibt ja auch in der Gegend noch indigene Reservate und auch dort waren wir. Und auch da wird gentechnisch veränderte Soja angebaut. Und es ist tatsächlich auch, dass dann Argument kommt oder es ist einfach so, dass sie sagen, ja, auch wir wollen an diesem Fortschritt teilhaben. Den ihr habt sozusagen mit diesen Sojapflanzen. Und das ist ja gar nicht so einfach, davon wegzukommen. Okay, dann haben wir gleich zwei neue Fragen. Der Kurt fragt, haben wir als Verbraucher in Deutschland Einflussmöglichkeiten auf die Förderung von agrarökologischer Produktion in Brasilien? Vermutlich wenig, da die Produktion von Kleinbauern ja meist in der eigenen Region bleibt, oder? Kannst du da was dazu sagen?
Also ja, das ist natürlich immer so die Frage, wie direkt der Einfluss dann ist. Also ich denke schon, dass wir Möglichkeiten der Einflussnahme haben, denn ja, es gibt ja schon eine Wahl, zum Beispiel auch, wie ich zum Beispiel mein konsumiere. Denn ein großes Problem ist natürlich, dass wir diese ganzen Futtermittelimporte haben. Also sehr viel, was nach Europa und auch nach Deutschland geht und vieles, was aus Brasilien kommt. Also da könnte man schon auch ein anderes Zeichen senden. Sonst würde ich schon sagen, ist also was ein besserer Hebel ist halt, ja, dass Politik Einfluss hat, also wie zum Beispiel das genannte Handelsabkommen EU-Mercosur, was einfach nicht kommen darf. Okay. Ja, Politik ist ja auch gehört ja quasi auch zur Agrarökologie dazu, zu dem Ansatz zumindest. Genau. Dann fragt die Larissa, wird das ökologische Schulessen im gleichen Maße von Staat subventioniert wie herkömmliches? Genau, also meines Wissens ist das Schulessen in Brasilien ja kostenlos. Und es gibt einfach über dieses Schulspeisungsgesetz die Regelung, dass jetzt 30% von dem Schulessen aus der Wirtschaft kommen muss. Das heißt, nicht, weil es gibt dann ja nicht immer nur dieses Zertifizierte, was wir als bio oder ökologisch dann bezeichnen in Brasilien, aber es kommt halt aus der familiären Landwirtschaft und dann ist es in der Region halt oftmals einfach von den Familien, die agrarökologisch anbauen und somit dann auch ökologisch, wenn auch nicht immer zertifiziert. Genau, jetzt hing, glaube ich, gerade ganz kurz der Ton an der Stelle, wo du gesagt hast, 30% agrarökologische Produktion. Wollte ich gerade nur noch mal kurz sagen. Genau, dann haben wir jetzt noch zwei Fragen und dann ist eigentlich auch schon bald die Zeit um. Ich würde jetzt mal die beiden noch vorlesen. Die Sarah fragt, darf das Mercosur-Abkommen einfach gar nicht kommen oder ist das vielleicht auch ein Hebel, um mit der brasilianischen Regierung in Dialog zu bleiben? Klar, nicht dieses Abkommen, das jetzt vorliegt, aber ein besseres Abkommen mit harten Kriterien. Hast du da eine Meinung oder? Ja, also ich habe da schon eine Meinung und ich habe einfach auch viel von der Diskussion mitbekommen, auch von anderen Organisationen, die sich sehr intensiv mit diesem Abkommen auch beschäftigen. Und ja, es zeigt sich einfach, dass es ganz, ganz schwierig ist, irgendwelche Klauseln oder ne, es gibt dann ja auch diese Nachhaltigkeitskapitel, um dann auch etwas reinzubringen, um zu sagen, es wird irgendwie kontrolliert und es darf nur in dem und dem Maße irgendwie etwas stattfinden und unter den bestimmten Bedingungen. Es wird aber einfach nicht kontrolliert. Also zum einen, ja, es gibt eigentlich zwei Probleme. Einmal sind diese Nachhaltigkeitskapitel in den Handelsabkommen nicht einklagbar. Also die haben eigentlich, die stehen da zwar drin und dann werden auch alle Aspekte, auch Klimaabkommen und alles wird da genannt. Und das andere Problem ist natürlich auch immer noch so, wie wird es überhaupt vor Ort auch kontrolliert? Und da sehe ich irgendwie schwarz. Und wenn man hört, wie der Präsident Bolsonaro, also man weiß einfach wirklich, in welche Richtung er gehen will. Und ich finde, es wäre ein besseres Zeichen, wirklich zu sagen, so nein, wir behandeln ein Abkommen nicht, solange auch ja, Menschenrechtsverletzungen auch in einem Land stattfinden. Genau, das hat gerade auch die
UTA noch hinzugefügt, dass von der aktuellen Regierung in Brasilien keine Einhaltung von Kriterien zu erwarten ist, nach Einschätzung von Marina Silva in Brasilien. Also kein Abkommen, ja, ist die Aussage. Okay, dann zur letzten Frage. Der Johannes fragt, wie sieht es mit den kommenden Generationen aus? Haben die Kinder oder jungen Menschen in den Assentamentos, die du kennengelernt hast, Interesse an Landwirtschaft insgesamt oder Agrarökologie im Speziellen? Gibt es erfolgreiche Hofübergaben? Ich habe tatsächlich ganz viele kennengelernt, deshalb, weil ich ja auch an der Universität war. Ich habe viele mit Studenten auch gesprochen, die an der Uni oder auch bei Seagro Schulung zu Agrarökologie machen. Also da gibt es ja doch viel Interesse daran, eine andere Landwirtschaft machen zu wollen. Also vor allem, weil also ganz präsent ist einfach die Frage oder dass dieser Pestizidverbrauch, das ist einfach sowas, wo also alle, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, so wir wollen einfach diese Pestizide nicht haben. Wir wollen gesunde Nahrung produzieren können. Also das ist wirklich so ein ganz großer Treiber für Agrarökologie. Es ist mir aber auch gesagt worden, und das ist so ein bisschen, wie es bei uns auch auf dem Land ist, dass es auch schwierig ist, Jugend auch auf dem Land zu halten. Also Perspektive muss natürlich auch irgendwie da sein. Und dass die Perspektive war vielleicht vor 4 Jahren noch ganz gut, ist jetzt aber tatsächlich seit letztem Jahr natürlich auch schlechter geworden. Ja, das ist wahrscheinlich halt eben diese ganze Kultur, die sich da verändert, auch im Sinne von Bildung und Informationsweitergabe so durch Genau, Kurs und, ja, das ist natürlich ganz wichtig, weil wenn das dann an den Universitäten, ich meine noch, ne, sie machen das, die sind ja noch da, das ist auch toll und ich hoffe und ja, hoffe sehr, sehr, dass sie weitermachen können, weil dort findet das halt statt, dass junge Leute mit so einem Konzept wie Agrarökologie in Berührung kommen, dass sie darüber halt sich dann auch über viele andere Themen Gedanken machen und das tragen sie ja auch in die Gesellschaft dann wieder rein. Okay, ja, dann sind wir jetzt auch fertig mit der Zeit. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du den Vortrag gemacht hast und auch die Fragen noch beantwortet hast. Ja, danke. Schön, dass so viele Fragen auch kamen. Das ist ja immer, dann immer auch ganz spannend.